Vom Eis befreit sind Strom und Bäche durch das Frühlingsholden belebenden Blick. Zum Osterspaziergang durch unser Frankfurt nimmt der Baby euch jetzt virtuell mit. Hast das Häschen-Shade drauf? Das Mundschutz-Häschen. Ja? Das Häschen sieht besser aus wie du mit deinem Mundschutz. Echt, du siehst so scheiße aus. Und gehen jetzt schon wieder so weit weg. Wir sind jetzt hier an der Staufenmauer. Ob ihr es glaubt oder nicht, erbaut von den Staufern. Boah, geil, oder? Ja? Und die Staufer fanden Frankfurt ganz toll. Die haben Frankfurt auch wieder zu dem gemacht. Friedrich II. Zum Beispiel. Und das erzähle ich euch alles, wenn ihr mal im Museum oder bei einer Stadtführung bei mir dabei seid. Aber hier an der Staufenmauer, das war ganz interessant. Es gab hier eine Herberg, die hieß zum Einhorn. Da arbeitete eine junge Dienstmagd namens Susanna Margarete Brandt. Und die hat ein Kind bekommen, ohne verheiratet gewesen zu sein. Ja, was hat er gemacht damals? Ja, das Kind nach der Geburt umgebracht, mit einer Schere verstümmelt. Die Schere liegt heute noch im Stadtarchiv. Ja, und dann wurde sie verhaftet und zwar eine der letzten Hinrichtungen hier in Frankfurt. Ja, aber die Frau Susanna Margarete Brandt ist in die Geschichte eingegangen, literarische Art, denn sie ist das Gretchen im Faust. Goethe war Beobachter bei diesem Prozess und hat die Geschichte von dieser Brandin, Susanna Margarete Brandt, in den Faust mit aufgenommen. Und das, wie gesagt, passierte hier in der Einhorn-Gaststätte an der Staufenmauer hier in Frankfurt am Main. Tja, und wie gesagt, zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich, Mensch, hier darf ich sein, hatte Goethe gesagt, Osterspaziergang. Ich kann es immer noch nicht auswendig, aber ist ja auch scheißegal.